Willkommen zurück zu Project Zero 3. Ja, Leute, beim letzten Mal hatte Kei Amakura einen Albtraum. Er ist immer noch auf der Suche nach seiner Nichte Mio, die auch im Haus des Schlafs umgeht. Und ja, was wir dort gesehen haben, war überraschend, sag ich mal. Es gab ein paar altbekannte Locations, also genauer gesagt ein paar altbekannte Räume und Gegner aus Projekt Zero 2 und noch ein paar andere Parallelen, bei denen ich ganz ehrlich bin, da frage ich mich echt, was sollen die hier? Ist ein bisschen too much. Als ob Projekt Zero 3 an sich nicht schon genug Content bieten würde. Ich meine, Projekt Zero 1 wurde mit Mafuyu und der Villa Himuro ja auch schon mit reingewurschtelt. Naja, was soll's. Jetzt lassen wir den Anrufer mal nicht länger warten, sondern gehen mal ans Telefon, ne? Nicht Lagerraum. Hallo, Telefon. Is this the home of Mr. Asso? Yes, it is. Hi, my name is Kei Amakura. Is you in at the moment? You're... Tut mir leid, ich wusste nicht. Ich habe Nachforschungen mit ihm angestellt und habe den Kontakt zu ihm verloren. Tja, was die Nachforschungen betrifft. Was die Nachforschungen betrifft, ich möchte, dass Sie dem Haus des Schlafs weiter nachgehen. Warum? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Sie nur bitten. Would it be all right if I paid my respect sometime soon? Yes. I'd like to say goodbye to him. Kei will also vorbeikommen. Das Haus des Schlafs. Diese Tattoos, könnten sie von einem Fluch der tätowierten Frau in dem Haus stammen? Wenn sich die Tattoos verbreiten, wenn mich die Frau packt, werde ich dann verschwinden, so wie Yoshino Takigawa? Und was ist mit Herrn Amakura und Miku? Ja, alles gute Fragen. Wow, ganz ehrlich, ich würde mich da nicht mal aus dem Bad raustrauen nach sowas. Aber na gut, die Kamera obscura liegt ja leider oben im Zimmer, ne? Alles leer, alles sicher. Dann ist ja gut. Heilige. Na ehrlich, wie würdet ihr denn bei sowas reagieren? Also, ich würde, egal was ich anhätte, ich würde schreiend aus dem Haus rennen. Na gut, aber, na, die haben auch schon mehr erlebt in ihren Träumen. Was ich aber gerade noch sagen wollte, irgendwie, naja, möchte man auch mal eine Runde mit Ray schimpfen, oder? Ich meine, seit 2 Monaten schiebt sie es auf. Kate zu informieren, dass sein Freund Yu tot ist, obwohl sie ständig Briefe von ihm kriegt. Naja, das Foto zeigt Folgendes. 2 Mädchen in weißer Kleidung sind aufgetaucht. Eine rote Schnur bindet die
Schärpen um ihre Taillen. Vielleicht gibt mir das Foto irgendwelche Informationen. Miku, ich hab was für dich. Du stöberst doch so gerne in Akten und Unterlagen. Da lang. So. Gut, na, jetzt bin ich gespannt, ob sie vielleicht noch ein paar neue Infos für uns hat. Na, das heißt, wieder ewig lange lesen. Einen halben Part lang. Ne? Ray, what's the matter? Ray, you're... Natürlich. Hier, Ray. Könnte das die Identität des kleinen Mädchens sein? Menschen verschwinden in Minakami. Letzten Monat verschwanden zwei Menschen beim Minakami-Damm. Jetzt ist ein weiterer Fall bekannt. Die Polizei ermittelt. Bei den Verschwundenen handelt es sich um Shizu Amakura und ihre ältere Tochter Mayu. Aus Tokio. In den Sommerferien besuchte Mayu mit ihrer Schwester Mio das Dorf in der Nähe des Damms. Die Schwestern wurden bereits letzte Woche vermisst. Dann fand man Mio kürzlich zusammengebrochen im Wald. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und obwohl sie unversehrt ist, kann sie aufgrund ihrer Erschöpfung noch nicht sprechen. Die Polizei wird sie erst befragen, wenn es ihr besser geht. Er wurde vor 2 Monaten veröffentlicht, aber ihr Name ist Amakura. Könnte sie also Kais? Danke, ich balde das ein Weilchen. Hier steht, sie sei vor kurzem verschwunden. Kay muss wirklich besorgt sein. You can ask me whatever you want, okay? Natürlich kann ich dich um alles bitten. It Da habe ich schon seems wieder was like für you're dich. having a lot of nightmares lately. Are you all right? Is there something? Miko, könntest du bitte dieses Foto für mich recherchieren? Understood. I'll let you know if I find anything. Gut, zur Geschichte mit Mio und Mario sag ich gleich noch was. Ja, erstmal die Tagebucheinträge lesen. Falsche Taste, da wollte ich rein. Hey, da haben wir jede Menge Neues. Der Tattoo-Bluterguss. Jedes Mal, wenn ich vom Haus träume, wird der Bluterguss das Tattoo größer. Ich fand so ein Tattoo in einem Volkskundebuch. Ein Schlangen- und Stechpalmenmuster. Laut alter Sage steht das Tattoo für Schmerz, die Palme, und Sehnsucht eines Mädchens, dessen Liebster starb. Wie meine Sehnsucht nach Yu. Verschwunden in Minakami. Miku fand aus den Papieren heraus, dass das Mädchen in Kays Traum seine Nichte Mio war. Na gut, das wusste man vorher schon aus dem ersten oder zweiten Brief, also, naja. Man vermisste vor einigen Monaten Mio und Mayu, ihre Zwillingsschwester. Mio fand man eine Woche später. Es sind mehrere Leute in Minakami herum verschwunden und die Gerüchte besagen, sie seien fortgegeistert. Und genau das hier
Ja, was hier geschehen ist, erfährt man in Projekt Zero 2. Und laut Mikros Recherche hat sich das Ganze 2 Monate vor diesem Spiel hier zugetragen, also gar nicht mal so weit entfernt hier. Und Projekt Zero 1 lässt sich auch ausrechnen, wann das stattgefunden hat. Das müsste ich jetzt echt mal nachschlagen in den ganzen Unterlagen, wie da die Zeitabstände sind. Oder einfach mal gucken, wie alt Miku im ersten Teil war und wie sie hier ist. Weil das steht ja definitiv in der Spielanleitung. Dann könnte man sich hier eine kleine Projekt Zero Timeline bauen. Die rote Jahreszahl wird noch ein bisschen schwer, aber das kriegt man auch noch raus. Aber krass, wenn man bedenkt, die ganze Reihe spielt auf in so einem kurzen Zeitraum. Kei Amakura. Yus Freund, der über das Haus des Schlafs forscht. Er versprach zu kommen, als er von Yus Tod erfuhr. Wenn ich mit ihm zusammenarbeite, kann ich einen Weg finden, dem Haus zu entkommen. Na, hoffen wir es. Miu Amakura, das Mädchen in Kays Traum. Sie ist seine Nichte Miu. Sie ist auch im Schlaf gefangen. Sie spricht häufig von ihrer Schwester. Suchte sie nach ihrer Schwester, als sie ins Haus gelockt wurde? Ja, noch was Neues über die Zimmerer. Die Männer in zerrissenen weißen Roben mit Hüten. Miku fand heraus, dass sie Schreinzimmerer waren. Arbeiteten sie im Haus nur, um danach dort erschlagen zu werden? Um ein Geheimnis zu hüten? Oder gab es einen anderen Grund? So, die kriechende Frau. Ein noch älteres Haus liegt im Haus des Traums. In der Dunkelheit unter dem Boden griff mich eine kriechende Frau an. Wie Miko sagt, gibt es eine urbane Legende über jemand Ähnliches. Sie basiert auf der wahren Geschichte einer Frau in Unglück gefangen. War sie jemand, der auch vermisst wurde, so wie Yoshino Takigawa? So. Gut, da jetzt die Geschichte mit ja, Mio und Mayo jetzt hat mehr präsent ist, kann ich ja noch was dazu sagen, aber erstmal den Zeitungsausschnitt noch, okay. Ah ja, genau. Das passt wunderbar, dass das jetzt kommt. Landvermesser verschwunden. Bei einer geologischen Untersuchung für den geplanten Minakami-Damm begab sich Masumi Makimura, 26 Jahre, in die Minakami-Berge und verschwand. Makimuras Verlobte Miyako Sudo, 25 Jahre, verschwand ebenfalls auf der Suche. Seit gestern ist die Suche nach ihnen beendet und der Bau des Damms wieder aufgenommen. In den Minakami-Bergen gab es schon immer eine große Zahl Vermisster. Der Mythos der Fortgegeisterten hier in der Gegend beliebt ist für die Einheimischen klar, die beiden wurden fortgegeistert. Die Polizei verspricht nach wie vor eine Belohnung für Hinweise über das Verschwinden der beiden. In gemeinsamer Entscheidung mit den Verwandten beider Seiten entschied man, die Suche zu beenden. Masumi und Miyako. Masumi und Miyako. Und da liegt noch mehr was. Super.
Aber erstmal dazu was. Ja, Miyako Sudo. Von ihr haben wir im letzten Kapitel zwei Tagebuchseiten gefunden, wo sie auch sagt, ja, Masumi, wo bist du? Und alles. Mein Gott, was hat die im Haus des Schlafs zu suchen? Das war eine große Nebengeschichte in Projekt Zero 2. Man hat viel, viel mit denen zu tun gehabt, mit Masumi und Miyako. Fängt schon damit an, dass man direkt zu Spielbeginn Miyakos Handtasche findet. So viel sei jetzt einmal verraten. Das passiert auf den ersten Schritten des Spiels. Aber ja, komm, wir haben ein paar Projekt Zero 2 Räume, pressen wir noch ein paar Charaktere mit rein. Ja. Netter Fanservice, aber überlädt die ganze Handlung einfach unnötig. Finde ich zumindest. Ihr könnt mal sagen, wie ihr das seht. Und bei Gott, das Spiel hat ja noch mehr davon. Na gut. Fortgegeistert. Schreinzimmerer. Fortgegeistert. Es sind zahlreiche Schreinzimmerer aus der Region verschwunden. Allein in diesem Monat wurden schon 10 vermisst und man munkelt, dass sie fortgegeistert wurden. Alle 10 waren jung und angesehen. Es heißt, sie sollten gemeinsam einen geheimen Schrein wieder errichten. Okay, das war ein kurzer Bericht. Und es war der falsche Knopf. Da ist meine Notizen. Ja, direkt wieder zwei neue Einträge. Das Lesen geht diesmal ein bisschen länger, wie es aussieht. Die Männer in zerrissenen weißen Roben mit Hüten. Ja. In einer alten Zeitung in Jos Zimmer war ein Artikel über vermisste Schreinzimmerer. Etwa auf die gleiche Anzahl wie auf dem Foto. Schön. Dafür musste man eine Notiz machen, ne? Verschwunden in Minakami. Der Mann, der auf dem Foto erscheint, ist Masumi Makimura. Er verschwand nur 3 Monate nach dem Minakami-Damm. Nahe des Minakami-Damms. Seine Verlobte suchte nach ihm und kam nicht zurück. Viele Leute sind um Minakami herum verschwunden und die Gerüchte besagen, dass sie fortgegeistert wurden. Und da haben wir wieder so eine, finde ich zumindest, unsinnige Einbringung. Schaut mal auf das Bild links. Das haben wir geknipst, das haben wir entwickelt. Das war der Mann, der uns in diesem blutverschmierten Schrank oder so erschienen ist. Im letzten Kapitel. Das ist Masumi Makimura. Wie gesagt, ein Charakter aus Projekt Zero 2. Und der Geist nennt natürlich auch viel in Projekt Zero 2 rum. Ne? Sehr viel sogar. Wie gesagt, das war ein recht großer Nebenstrang von Projekt Zero 2. Wieso hat man die da noch mit reingepresst? Ich finde das, ehrlich gesagt, nicht gut. Mein Gott. Ja. Toll, jetzt haben wir jetzt gut 20 Minuten hier verlabert. Ja, komm. Damit noch ein bisschen Story in dem Part ist, schauen wir noch schnell in den nächsten Traum.
Die Entfesselung. Da war wieder dieses Mädchen, das Miku so oft um Hilfe gebeten hat. Toll, ein bisschen gefangen. Oder auch nicht, die Tür war offen, okay. Aber Moment mal. Ist das hier etwa das hängende Gefängnis, das... das Miku hochgelassen hat? Wie kann es sein, dass wir da drin waren? Ray ist doch immer normal an einem Ort aufgewacht. Hat irgendwo ein Kapitel beendet und ist dort auch beim nächsten Mal wieder aufgewacht. Wieso fängt sie jetzt hier an? Und wieso ist das Bild so schwarz-weiß? Es ist fast wie ein Prolog. Aber hallo. Und wieder hält mich eine Kraft davon ab, die Seitengänge zu betreten. Dabei waren wir hier doch schon überall. Der Prolog wiederholt sich. Das Einzige, was fehlt, ist, dass die Mädchen sagen, bleib hier. Für immer. Hier kommt auch eine. Aber wenn das hier wieder wie im Prolog ist, dann... Dahinter you. It must not be opened. That priestess, the shrine must be sealed. Junge, geht's dir gut? Zu früh. Au, 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 das tut fei weh, Sunny Boy. Boah, ist der schnell. Ja, jemand hat wohl was dagegen. Jemand hat was dagegen, dass Ray zu ihrem toten Freund zurückkommt. Ah ne, komm ein, was reicht erstmal. Schlag immer in die falsche Richtung. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen wieder lame, ne? Wir haben, als wir das letzte Mal mit... Boah, hast du mal einen Fratter Frame-Moment? Kollege, oder... Nee, gibt's... Nee, nicht Kamera. Im letzten Kapitel, das wir mit Ray gemacht haben, schon 4 Siegel von dieser verkackten Tür entfernt. Und ich krieg den Kerl gerade nicht gebacken, wie es aussieht. Nö, ich krieg ihn bei Gott nicht gebacken. Ich finde gerade seinen Fatal Frame Moment nicht. Na gut. Dann würde ich mal sagen, sehe ich das einfach mal als Zeichen für heute Schluss zu machen. Es wären eh nur noch ein paar Minuten gewesen, bis der halbe Stunde, dass die halbe Stunde voll ist. Ja, mein Gott. Dann beende ich mal meine Session für heute und beim nächsten Mal geht's hier mit frischem Elan, frischer Motivation weiter. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal.
Ciao.